willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Duftliebe Tats. Ich bin die Nicole und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Ja, heute eröffne ich quasi die neue Rubrik, über die ich ja letztens schon ein Video gemacht habe, aber da hat man noch keinen Namen dafür. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr da so toll mitgemacht habt und mir Vorschläge gemacht habt, was man denn da so für Namen nehmen könnte. Ich bin da aktuell so ein bisschen absolut unkreativ, was so Titelfindungen für irgendwelche Serien angeht, sozusagen. Und da möchte ich mich jetzt bei der lieben Elke bedanken, weil die hat mich zu dem Namen inspiriert. Ich meine, ihr habt es ja schon gesehen im Titel. Diese Rubrik heißt jetzt Kunterbuntes Allerlei und da ja, kommen halt dann so Sachen rein, wie wenn ich ein paar Einzelteile bekommen habe und die euch zeige, wenn ich euch was erzählen möchte, wenn ich euch was von meiner Sensi-Geschichte erzählen möchte, über die Partys, über die Beratertätigkeit und so weiter und so fort. Oder über Events, die stattgefunden haben oder was auch immer. Ja, dann kommt es jetzt alles hier in diese Videos rein. Und im Titelbild könnt ihr dann immer schon so ein bisschen erkennen, um was es sich handeln könnte, beziehungsweise welche Produkte dabei sein könnten. Gut, dann will ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen und fange einfach mal mit den Produkten an, die ich ja neu bekommen habe oder die ich erst vor kurzem bekommen habe. Zuallererst möchte ich euch ein paar Produkte aus der Valentinstags-Kollektion vorstellen. Ja, die Düfte gibt es nicht mehr. Das habt ihr wahrscheinlich schon festgestellt. Aber dennoch möchte ich sie euch vorstellen, weil, ich glaube, ihr könnt es euch schon denken, die kann man in den Club noch reinpacken. Also 30 Tage nach Erscheinungsdatum, ich glaube, die gibt es seit 14 Tagen oder so, kann man die noch in den Club reinpacken. Und das sind, ja, ich finde auch die Idee ganz süß. Von den Bars, wenn man die so zusammenlegt, dann ergeben die beiden ein Herz. Und ja, das finde ich eigentlich schon wieder so eine schöne Sache. Und ja, wenn die gar leer sind, fehlt ja nicht mehr viel, habe ich Proben davon gegossen und so, dann auf jeden Fall kommen die an die Pinnwand. Der ist schon ins Abo gewandert und der ist nichts für mich. Also das ist ein blumiger Duft, ein sehr, sehr blumiger Duft. Ich kann euch auch dazu die Beschreibung nennen. Und zwar, also wenn ich da so reinrieche, dann ist das für mich riecht es, wie wenn meine Mutter einen Flieder vom Fliederbusch in der Wohnung stehen hat. So riecht es für mich. Ich weiß nicht warum, es kann doch sein, dass für mich dieses Blumige alles gleich riecht, aber für mich riecht dieser Duft, wie wenn meine Mutter an Flausch, oh mein Gott, Leute, es geht schon wieder gut los, einen Strauß Flieder in der Wohnung hat, ja. Aber ich glaube, das soll eher nach, also laut Beschreibung riecht es nach Rose. Verspielte Duftnoten von Pink Rose und Pfingstrose vereinen sich mit geschlagenem Marshmallow zu einem Leckerbissen. Also den Marshmallow rieche ich da gar nicht. Der ist für mich einfach so richtig Bäm, Blume. Und als ich den hier gegossen hatte, musste ich auf jeden Fall erstmal ja, die Fenster aufreißen. Egal wie kalt es war, Fenster mussten auf jeden Fall auf. Und ja, wie gesagt, Petal Pulse nennt das sich. Und ist Blume pur. Also es ist wie ein Strauß Blumen, der stark intensiv riecht in eurer Wohnung. Dann haben wir noch den Duft Best Berry. Den finde ich jetzt schon mal wieder wesentlich besser, wobei ich sagen muss, also ich habe jetzt hier auch einen Würfel in meine Duftlampe reingepackt, dass der jetzt nicht so bärig riecht. Ich hatte den drin und habe gedacht, Mensch, wo bleibt die Beere, wo bleibt denn die Beere? Und hatte immer so einen eher süßlicheren Parfumduft in der Nase. Und ja, also das ist jetzt nicht so die klassische Beere, wie ich es euch im letzten Video vorgestellt habe. Sowas wie der Berry Best oder so. Oder der Rainbow Berries oder so. Das ist gar nichts in die Richtung. Sondern ich glaube eher, weil es Valentinstag ist, geht es eher so in die parfümige Richtung. Aber der hat auch so eine leichte, schon fruchtig-bärige Note, aber
geht für mich eher so in die parfümliche Richtung. Und der wird beschrieben, Duftnoten von Erdbeere und Himbeere geben sich mit gesponnenem Zucker ein, stell dich ein. Ich habe mir anders vorgestellt, als ich das gelesen habe, und im Endeffekt kam dann für mich ein Parfumduft raus. Best Berry. So, und dann haben wir noch was aus der Valentinstagskollektion. Ein Produkt, welches leider nicht mehr erhältlich ist. Ich habe es bestellt, in der Hoffnung, es euch zeigen zu können, ohne dass es schon ausverkauft ist. Aber ihr wart leider wieder schneller und habt uns quasi ausgeraubt mit diesem Produkt. Und ja, also ich finde es eigentlich ganz schön. Ich mag die Form recht gerne von den Glasduftlampen, und aber Magenta ist halt so gar nicht meins. Und ja, von daher gesehen, ich habe sie nur ausgepackt, um sie euch jetzt zu zeigen. Also die darf meinetwegen sehr gerne weiterreißen. Ich kann sie auch mal einschalten. Und dann seht ihr, dass da kommt dieses Magenta ziemlich gut raus, wie ich finde, jetzt auch hier in der Kamera. Ich habe sie jetzt hier auf den Sockel drauf geschraubt, aber natürlich konnte man die auch haben mit der Basis für die Wand. So sieht sie dann aus. Ich meine, wir haben ja schon einige Glitterlampen. Rose Gold ist genauso, aber die silberne, die hat einen geraden Körper. Und wir hatten ja letzten Monat auch diese hier, diese Dare to Dream. Und die gibt es ja jetzt leider auch nicht mehr. Die darf auch gerne weiterreißen. Und das war halt so blau, und das ist dieses Magenta. Und wenn ich das jetzt mal ausschalte, dann hoffe ich, dass ihr das erkennen könnt, wenn der jetzt mal fokussieren würde. Moment, ich lege das mal auf die Seite. Das ist ein gröberer Glitter als jetzt das. Also von der Magenta, das ist wesentlich feiner. Jetzt, glaube ich, kann man es gut erkennen. Man erkennt das auch schon an dem Lichteinfall. Moment. Dass das wesentlich feinerer Glitter ist als jetzt der von der Dare to Dream. Jetzt sieht man es. Genau. Wie gesagt, die beiden dürfen gerne weiterreißen, weil ich stehe nicht so auf Glitter. Genau. So, was hat man dann noch? Das habe ich jetzt nicht bestellt, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Diesen Duftventilator gibt es, also das ist jetzt der in Weiß sozusagen, und den gibt es jetzt auch mit diesem Aufsatz in einem hellen Rosa in der Valentinstagskollektion. Da müsst ihr dann einfach mal im Katalog schauen, und ja, wie gesagt, in hellrosa. Und es gibt auch diesen Berry Best, den habe ich mir jetzt auch mal mitbestellt. Ich bin gespannt, wie der riecht als Pots, weil manche Düfte, finde ich, riechen ganz anders in der Pot-Variante als in der Wachs-Variante. Und ja, den werde ich dann auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie gesagt, in einem ganz hellen Rosa. Also das ist, dieses Rosa ist noch wesentlich heller und pastelliger als jetzt hier auf der Verpackung. Dann wollte ich euch noch was zeigen. Das habe ich schon zu meinem Geburtstag bekommen. Also das ist schon über einen Monat her. Und zwar habe ich von meinem Team oder von ein paar Leuten aus meinem Team einen Dreamcatcher geschenkt bekommen. Der ist aus Holz. Also auch eine aus dem Team, die macht so tolle Sachen. Die hat so einen Laser zu Hause. Und da habe ich von denen ja so einen tollen Dreamcatcher geschenkt bekommen. Das sollen, glaube ich, Federn darstellen, die hier auch noch mit dran sind. Und ja, in Lieblingsfarben von mir. Und hier steht einfach drin Team Dreamcatcher. Und ich habe mich da so wahnsinnig drüber gefreut, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das muss ich euch mal zeigen. Weil ihr seht das Teil jetzt wahrscheinlich schon seit 2, 3 Videos hier bei mir im Hintergrund hängen und wisst gar nicht, was das ist. Und ja, das ist einfach so eine kleine Anerkennung von meinem Team. Ich finde, es müssen gar nicht große Geschenke sein, sondern so Kleinigkeiten, die, ja, die erwärmen das Herz. Und das ist das,
was Sensi für mich ausmacht. Ich mache auch sehr gerne mal so kleine Geschenke an Kunden oder auch mal ans, nein, nicht auch mal, sondern auch ans Team. Und ja, ich freue mich halt, weil ich finde ganz einfach, Sensi ist was ganz Besonderes und das ist so anders als jeder andere Direktvertrieb. Ich weiß nicht, ich glaube, da könnt ihr jeden Sensi-Berater fragen. Die sagen euch alle das Gleiche, dass es hier irgendwie anders ist. Bei uns steht halt, so, hängen wir mal wieder hin. Bei uns steht halt einfach der Kunde im Mittelpunkt und das Team. Und ja, das ist einfach ganz, ganz toll. Und schon alleine, wenn jemand Erfolge feiert oder so, das ist was, ja, wo mir das Herz aufgeht, wo ich mir denke, ja, das ist, man startet ja dieses Geschäft eigentlich aus dem Nichts. Die meisten kennen sich nicht aus, was Direktvertrieb ist. Und dann kommen die daher, haben dann dieses Produktpaket in der Hand, was ja aktuell wirklich sehr, sehr groß ist. Ja, und überlegen dann erstmal, was mache ich jetzt? Und ich dachte ja damals, als das mit dieser Pandemie losging, ja, so, jetzt geht unser Geschäft den Bach runter. Es war nicht einfach, weil ich war ja nur unterwegs auf Homepartys und es war ja auf einmal nicht mehr möglich und musste dann komplett umswitchen und durfte dann auch von Teammitgliedern sehr viel lernen, was das Online-Business angeht, was Instagram angeht, Facebook, YouTube-Videos habe ich sowieso schon immer gern gemacht und das habe ich erst in der Zeit wieder so aufgenommen, weil für mich einfach der Fokus war, ich gehe raus zu den Leuten nach Hause und dann machen wir tolle Partys. Ja, mittlerweile habe ich ja WhatsApp-Partys, Telegram-Partys und Zoom-Partys im Angebot. Meine Favoriten sind jetzt die Telegram- und die Zoom-Party. Bei Telegram ist es einfach so, dass man die Leute einladen kann, auch wenn die Party schon gestartet hat. Und die Leute sehen dann trotzdem, was in der Vergangenheit gepostet wurde. Und das finde ich daran ganz toll, dass wenn noch ein Nachzügler dazukommt, was ja ab und an mal vorkommt, dass der dann auch noch sehen kann, was war. Oder wenn man jetzt jemanden hat, der dann sagt, oh, jetzt habe ich es nicht gesehen und ich habe es verpasst und warum hast du mir nichts gesagt? Dann kann man den auch nach den 3 Tagen, die ja meine WhatsApp- und Telegram-Party geht, noch einladen und sagen, Mensch, du kannst dir das schon noch anschauen, das ist überhaupt kein Thema nicht. Die Bestellungen finden sowieso nicht sofort nach der Party statt und dann kannst du dir das alles noch anschauen. Und das finde ich den großen Vorteil. Viele wollen ja auch nicht, dass ihre Telefonnummer gesehen wird oder so und das ist halt eben bei Telegram gegeben. Also da ist die Anonymität, sage ich jetzt mal, etwas größer, beziehungsweise dass halt deine Daten nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Und das finde ich da ganz gut. Dann zur Zoom-Party. Ja, Zoom-Party habe ich noch keine einzige gehabt. Ich möchte aber unbedingt eine haben. Das ist halt so eine Party, wie wenn ich zu dir nach Hause komme. Du lädst alle Leute ein, aber es kann trotzdem jeder zu Hause bleiben und wir sitzen alle vor dem PC. Wir sehen uns, wir können uns austauschen, wir können sprechen miteinander. Man kann da auch dann das Spiel spielen oder so. Und ja, das finde ich halt schön, um diese persönlichen Kontakte nicht ganz außer Acht zu lassen, sage ich jetzt mal. Und deshalb würde ich das unbedingt gern ausprobieren. Wir haben zwar viele Zoom-Meetings, wo wir uns auch mit dem Team treffen. Wir hatten auch eine Weihnachtsfeier mit dem Team. Und ja, das war alles ganz toll. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das könnte ich doch auch mal für die Kunden anbieten. Aber irgendwie zieht keiner so richtig. Ihr müsst euch halt, also ihr könnt sowohl vom Handy als auch vom Laptop oder PC zu Hause ausmachen. Ihr müsst euch nur die Zoom-App runterladen oder das Zoom-Programm für den PC. Euch da anmelden, einen Account erstellen und dann bekommt ihr eine Einladung von mir, wo ihr dann draufklickt zu dem Zeitpunkt, wo die Party startet. Und dann, ja, verbringen wir einen schönen und hoffentlich lustigen Abend miteinander. Und ja, ich würde mich freuen, wenn sich da jemand meldet und mir einfach die Chance gibt, das mal auszuprobieren, ob es so ist wie jetzt auf einer richtigen Party. Ja, zur Beratertätigkeit. Ich weiß ja, dass da draußen so einige sind, die schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, Berater zu werden. Aber ihr braucht euch da überhaupt keinen Kopf zu machen. Wenn du dir jetzt das Starter-Kit holst, dann ist es auf keinen Fall so, dass ich dir permanent auf die Nerven gehe und Druck mache oder irgendwas. Das ist bei uns
Überhaupt nicht so. Jeder gestaltet sein Geschäft so, wie er das möchte. Ich habe damals als der klassische Kidnapper angefangen. Ich habe mir das Set geholt und habe gedacht, Mensch, jetzt schaue ich mir das einfach mal an, was das so ist und ob die Düfte was taugen. Und ja, wenn nicht, dann falle ich halt wieder raus aus dem System. Und das war's dann. Ja, gesagt, getan. Ich habe es bestellt. Und mein Mann und ich, wir waren dann schon sofort so begeistert und haben das dann halt auch ein paar Freunden erzählt. Und die wollten dann auch mitbestellen. Und ich habe mich schon alleine gefreut über diese Prämien, die ich da bekommen habe. Ich habe mir gedacht, oh, ich darf mir was zum halben Preis aussuchen und was gratis aussuchen. Und ja, das ist irgendwie voll cool. Und ja, die Provision hatte ich damals noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm und war auch in dem Sinne gar nicht das Ziel. Aber so hat sich das dann immer weiter rumgesprochen. Mensch, schau doch mal an, was die Nicole da hat und so. Und ja, dann kamen immer mehr Leute und ich habe auch damals viele Einzelberatungen gemacht. Wir sind dann zu den Leuten nach Hause gefahren und haben dann denen gezeigt, was Sensi ist und wie es funktioniert. Und ja, das war damals der erste Katalog, mit dem ich auf die Reise gegangen bin im Frühling, Sommer 2014. Und ich kann euch auch zeigen, was ich da für eine wunderhübsche Duftlampe drin hatte. Das war nämlich diese da. Ja, wunderschön. Ja, das war damals die Lampe, die ich drin hatte. Dann hatte ich da noch die Tester drinnen. Einen Buddy, das war Klack das Huhn. Ich glaube, dann waren noch drin zwei Düfte in Originalgröße. Kataloge und das war's dann eigentlich. Also wir hatten damals echt nicht viel im Starter-Kit für auch 99 Euro drin. Und jetzt, wenn ich denke, jetzt ist da, glaube ich, eine große Duftlampe drin. Ich weiß es gar nicht. Das ist auf jeden Fall so groß und so umfangreich, dass aus jeder Kategorie fast irgendwas drin ist. Ich kann ja da im nächsten Video mal näher drauf eingehen. Ich glaube, da suche ich mir dann mal die Produkte raus, die drin sind. Und dann zeige ich euch das. Dann stelle ich das vielleicht mal zusammen und zeige euch, was da drin ist. Ja, auf jeden Fall habe ich auch als Kidnapper gestartet. Oder bin gestartet als Kidnapper. Und ja, jetzt ist das draus geworden, was draus geworden ist. Wir sind mittlerweile Direktor, also was so ein Titel bedeutet. Das findet ihr immer ganz hinten im Katalog. Und als ich damals diesen Katalog bekommen habe, das ist ja der erste, habe ich mir gedacht, Direktor, alles klar. Ich habe mir gedacht, naja gut, die Zertifizierung, wenn ich schaffe, wenn ich 1000 PAV habe und dann auch mal 1500 Euro verkauft habe, das ist schon gut, ne? Aber das habe ich dann eigentlich relativ schnell geschafft. Ich glaube, im zweiten Monat oder so. Und ja, aber ich wollte damals keine Berater einschreiben oder irgendwas. Und von daher gesehen war es auch 2 Jahre dann auch nur, in Anführungszeichen, nur verkaufen. Und ja, das hat sich dann erst mit der Zeit entwickelt. Aber da kann ich mal ein anderes Mal dann noch drauf eingeben. Also es gibt auch die Hobbyisten bei uns. Leute, die einfach sagen, ach Sensi, soll ein wenig so ein Hobby sein, so neben meinem Beruf und so. Irgendwas, was mir Spaß macht und wo ich dann auch noch ein paar Euro damit verdienen kann. Und dann gibt es noch die zum Eigenbedarf bestellen. Die gibt es auch. Und dann gibt es den, ja, Boss, den Wax-Boss sozusagen, jemand, der sein eigenes Sensi-Geschäft aufbauen möchte und damit hauptberuflich Geld verdienen möchte. Ja. In diese Sparte möchte ich mich jetzt mittlerweile einreihen, also vom Kidnapper über Hobby. Nee, also bei mir war es so Kidnapper, dann so habe ich mir gedacht, ein bisschen Eigenbedarf, dann wurde es zum Hobby und dann wollte ich aber mehr, weil ich einfach gesehen habe, dass es funktioniert. Also ich sag mal, ich habe hier alle 4 Kategorien durchgemacht und ja, bin jetzt seit, ich habe mal geschaut, die Kataloge angeschaut, fast 7 Jahren dabei. Also 6,5 sind es jetzt und ja, diese Kataloge durfte ich schon alle mit durchmachen. Und vielleicht habt ihr da ja mal Lust, so in den ein oder anderen Katalog reinzuschauen, weil dann würde ich nämlich ja, mir jetzt für die nächste Zeit, ich meine, es sind ja einige, ne? Es sind ja 14 Kataloge, die neueren sind jetzt eh nicht so interessant.
Und dann würde ich mir da jedes Video mal so einen alten Katalog vornehmen und den mit euch durchgehen und euch einfach mal zeigen, was Sensi für eine Entwicklung durchgemacht hat. Weil wir haben damals wirklich gestartet mit nur Duftlampen. Und wir hatten nicht mal die Minis, sondern wir hatten nur große Duftlampen. Aber wenn ihr das wollt, dann können wir da gerne mal durchschauen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Und ja, sagt mal einfach Bescheid, über welche Themen ihr gern mehr wissen wollt. Und dann bereite ich da sehr gerne was vor. Also dann, ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Ciao!